Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg mit Äußerungen zur nuklearen Rüstungskontrolle für Aufsehen gesorgt. Zitat: Wir haben mehr solcher Waffen als die NATO-Länder, sagte Putin bei seinem Auftritt in der russischen Ostseemetropole am Freitag. Deshalb würden sie die ganze Zeit zu Gesprächen über die Reduzierung gedrängt werden. Dann fügte der Kreml-Chef hinzu: Scheiß drauf, verstehen Sie, wie man bei uns im Volk sagt. Wenig später musste Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Aussage Putins vor Journalisten erklären und relativierte sie. Zitat: Russland ist bereit, Verhandlungen zu führen, versicherte er. Unter dem Eindruck des Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Russland Anfang des Jahres unter internationalem Protest das letzte Abkommen über atomare Rüstungskontrolle für ausgesetzt erklärt, den New START-Vertrag mit den USA. Dieser begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder und regelt Inspektionen. Anfang Juni dann bot die US-Regierung Russland und auch China Gespräche über nukleare Rüstungskontrolle, Zitat, ohne Vorbedingungen an. Anstatt zu warten, bis alle bilateralen Differenzen beigelegt seien, sei man bereit, Gespräche aufzunehmen, damit keine neuen Konflikte entstünden, hieß es aus Washington. Putin erklärte bei dem Wirtschaftsforum zudem, dass mit den Arbeiten für angekündigte und vielfach kritisierte Verlegung taktischer Atomwaffen in die verbündeten Ex-Sowjetunion Belarus begonnen worden sei. Zitat: Das ist nur der erste Teil. Bis Ende des Jahres werden wir die Aufgabe vollständig abschließen.